Hallo, mein Name ist Nurullah und ich werde dich durch diesen lehrreichen und spannenden Lernzyklus begleiten. Wir werden uns heute Sachaufgaben mit ganzen Zahlen anschauen und versuchen, diese gemeinsam zu lösen. Was solltest du schon können? Du hast bereits gelernt, was die ganzen Zahlen sind. Zudem solltest du auch wissen, wie man mit ganzen Zahlen rechnet und wie man diese auf einer Zahlengerade darstellt. Mit deinem Vorwissen werden wir nun gemeinsam eine Sachaufgabe lösen. Ich habe bemerkt, dass Sachaufgaben vielen sehr schwer fallen und viele Angst davor haben. Nur zur Beruhigung sind sie gar nicht. Man muss die Angabe nur genau und aufmerksam lesen und die notwendigen Rechnungen aufstellen. So, schauen wir uns mal eine Sachaufgabe gemeinsam an. Tim ist an einem Jännermorgen auf dem Heimweg. Es ist sehr kalt draußen und es hat klirrende minus 19 Grad Celsius. Zum Glück ist die Temperatur in der Wohnung um 35 Grad Celsius höher. Bestimme die Innentemperatur in der Wohnung. Aufgabe B lautet: Die Durchschnittstemperatur im Jänner beträgt minus 6 Grad Celsius. Im Juni betrug sie 20 Grad Celsius. Wie groß ist der Unterschied der beiden Durchschnittstemperaturen? Schauen wir uns mal Punkt A genauer an. Wir wissen, dass es auf dem Heimweg minus 19 Grad Celsius hat. Wir wissen aber auch, dass zu Hause die Temperatur um 35 Grad Celsius höher ist. Achtung, da müsst ihr jetzt gut aufpassen. Zu Hause hat es nicht 35 Grad Celsius, sondern sie ist um 35 Grad Celsius höher. Also nicht verwechseln. So, bevor wir das Ganze jetzt gemeinsam auf einer Zahlengerade darstellen, möchte ich, dass du das mal selbst versuchst. Stoppe hierfür bitte das Video und versuche selbstständig die Zahlen auf einer Zahlengerade darzustellen. Gut, schauen wir uns das Ganze mal gemeinsam an. Wir haben hier unsere Zahlengerade. Hier haben wir unseren Nullpunkt. Auf der rechten Seite die positiven Zahlen und links vom Nullpunkt die negativen Zahlen. Wir wissen jetzt von der Angabe, dass es draußen minus 19 Grad Celsius hat. Das heißt, wir starten bei minus 19. Diese liegt links vom Nullpunkt, sagen wir circa hier. Minus 19. Zusätzlich wissen wir auch, dass zu Hause die Temperatur um 35 Grad Celsius höher ist. Das heißt, wir müssen uns um 35 Einheiten nach rechts, also Richtung positiver Zahlen, bewegen. Ich zeichne jetzt einen Pfeil nach rechts und schreibe hier 35 hin. Super. Das heißt, wir müssen zu den minus 19 die 35 dazu addieren. Und die Rechnung, die wir aufstellen, lautet minus 19 plus 35 ist gleich. Das können wir jetzt natürlich einfach berechnen und wir kommen auf plus 16. Die Antwort auf die Frage 1 lautet also: Bei Tim zu Hause hat es plus 16 Grad Celsius. Das können wir jetzt natürlich auch noch auf der Zahlengerade ergänzen. Hier kommt also plus 16 hin. Super, damit hätten wir auch die erste Teilaufgabe gelöst. Nun gehen wir zur Aufgabe B über. Die Durchschnittstemperatur im Jänner beträgt minus 6 Grad Celsius. Im Juni betrug sie 20 Grad Celsius. Wie groß ist der Unterschied der beiden Durchschnittstemperaturen? So, bevor wir das jetzt wieder gemeinsam auf einer Zahlengerade darstellen, stoppe wieder erneut das Video und versuche es mal selbstständig. Okay, nun versuchen wir das erneut gemeinsam. Wir haben wieder unsere Zahlengerade. Hier haben wir wieder unseren Nullpunkt. Hier die positiven und hier die negativen Zahlen. So, nun wissen wir, dass wir im Jänner eine Durchschnittstemperatur von minus 6 Grad Celsius haben. Das wird wieder links vom Nullpunkt sein, ungefähr hier. Minus 6. So, wir wissen zudem, dass die Durchschnittstemperatur im Juni 20 Grad Celsius betrug. Das wäre ungefähr hier.
Da bei diesem Beispiel diesmal der Unterschied der beiden Durchschnittstemperaturen gefragt ist, müssen wir hier die Differenz bilden und die zwei Zahlen subtrahieren. Die Rechnung hierfür lautet also 20 minus, Klammer auf, minus 6. Gut, das können wir jetzt natürlich wieder einfach berechnen und hier kommt 26 raus. Die Antwort lautet also, der Temperaturunterschied zwischen Jänner und Juni beträgt 26 Grad Celsius. Super, wir haben es geschafft. Wenn du weitere Sachaufgaben zu den ganzen Zahlen rechnen möchtest, schau dir bitte das nächste Video zu den ganzen Zahlen an. Dort werden wir ein Beispiel zu den Höhenunterschieden rechnen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir diese gemeinsam lösen würden.